Oh. Dieses Pad ermöglicht dir das schnelle Durchqueren der Einrichtung. Ah, okay. Wenn du auf das Pad gehst, wirst du mit Hochgeschwindigkeit in die Richtung katapultiert, in die es zeigt. Für eine sanfte Landung wurde ein Trägheitsdämpfer eingebaut. An Fahrzeugterminals kannst du deine eigenen Fahrzeuge generieren. Es stehen viele Fahrzeugtypen zur Verfügung. Von Quads über Panzer bis hin zu großen Lufttransportern. Interagiere mit dem Buch. Ein Fahrzeug, das in jeder verbündeten Einrichtung zur Verfügung steht, ist der Flash. Dieses Fahrzeug eignet sich ausgezeichnet für persönliche Transporte. Und zum Spawnen von Fahrzeugen kostet Ressourcen. Sichere dieses Zielobjekt. Yeah, geil, man kann auch fahren. Wie bremse ich denn? Und wo muss ich hin? Eine manuelle Interaktion ist nicht erforderlich. Da hinten muss ich hin. Okay, sichere dieses Zielobjekt. Au. Aua. Kann ich da rein? Wahrscheinlich nicht. Also, E. Verlassen. Okay. Dann gehen wir da jetzt mal rein. Dieser Generatortyp versorgt die Umkreisschilde mit Energie und verhindert, dass Bodenfahrzeuge in die Einrichtung vorstoßen. Ah, okay. Ich kann den manipulieren. Schutzschildgenerator kritisch. Ja, das ging doch. Dieser Energieschild verfügt. Terminals haben ein Globus-Symbol und sind auf deiner Minikarte und deinem HUD gekennzeichnet. Ah, schade, ich kann da nicht rein. Na gut, verlassen wir das Gefährt wieder, gehen hier rein. So, was ist das? Ein Terminal. Ermöglichen den Transport von Infanterieeinheiten über weite Entfernungen. Soldaten erreichen damit in Sekundenbruchteilen jeden erdenklichen Ort. Okay, Oraxis. Der Planet Oraxis befindet sich seit der Gründung der ersten Kolonie der Terranischen Republik im Jahre 2643 in einem ununterbrochenen Kampf. Hossien. Hossiens dichte Mangroven- und Weidenwälder bieten Schutz vor Luftangriffen zwischen ihren vielen Dümpfen und Hochländern. Na gut, okay. Hier ist sind wir nicht so häufig vertreten. Esamir. Esamir, ausgedehnte, eisige Wüste. Okay, kann ich so oder so. Also ich soll hierhin mich transportieren. Dann machen wir das. Hossien, einmal Ladebildschirm und los geht's. Ich hoffe, jetzt kommen wir mal ins Spiel. Also bis jetzt, ja, grafisch ganz nett, ne? Also sah ja ganz gut aus. Wir müssen jetzt gleich mal gucken, wenn wir wirklich auf der Hauptkarte sind. Okay, beantworte eine Frage und erhalte ein Starterpaket für die Klasse deiner Wahl. Welche Art von Kampfstil bevorzugst du? Weite Entfernung, Unterstützung. Weite Entfernung. Welche Art von Schaden möchtest du verursachen? Okay, was ist dir am wichtigsten? Hohe Mobilität. Welches der folgenden Dinge ist dir wichtiger? Spezialisierung, Vielseitigkeit. Schauen wir uns mal an. Ah, guck mal. Die für dich beste Klasse ist Spion. Zack, sag ich ja. Akzeptieren. So. Haben wir akzeptiert. Auf jedem Kontinent, auf dem wir Fuß gefasst haben, befindet sich eine Warp-Tour-Einrichtung mit Zugang zu allen Fahrzeugen und Terminals. Du kannst die Sofortaktion nutzen, um dich sofort in den Kampf zu stürzen. Dadurch wird ein kurzer Countdown eingeleitet, der dich zu einem Kampf bringt, in dem du gebraucht wirst. Drücke hierfür einfach die Taste Sofortaktion. Nutze die Sofortaktion, um dein Training zu beenden und dich in den Kampf zu stürzen. Okay, also ich kann I drücken,
Und dann wird die Sofortaktion eingeleitet, aber ich möchte mich eigentlich ganz kurz hier nochmal umschauen. Hier kann ich jede Menge Fahrzeuge bekommen. Hier kann ich Flugzeuge bekommen. Okay. Man muss sich ja mal kurz umgucken. Bevor ich jetzt hier I drücke und ab in die Action gehe, will ich mich hier echt einmal kurz umgucken. Okay. So, hier scheint eine Station zu sein. Hier kann ich wechseln. Habe ich eigentlich die Möglichkeit? Was ist das? Kampfrangliste? Okay. So, was gibt's denn hier sonst noch für Möglichkeiten? Man muss ja erstmal gucken, ne? Bevor ich jetzt mich auf ins Getümmel stürze. Okay, hier ist eigentlich nur so ein Startraum, denke ich. Hier kann ich mir wahrscheinlich die Welt angucken. Alles klar, da könnte ich jetzt auch darüber transportieren oder eben auf die Einrichtung, wo ich herkomme. Lass mal erstmal, wir bleiben jetzt hier. Dann möchte ich nochmal. Nutze die Sofortaktion, um dein Training zu beenden ja. Und dich in den Kampf zu stürzen. Alles klar. Irgendwie habe ich aber doch gerade Sachen eigentlich. Sollte ich doch Sachen zugeschickt bekommen haben. Nicht, ja, nein, vielleicht Karte. Wäre jetzt interessant zu sehen. Achso, hier kann ich Booster kaufen. Ihr seht schon, hier ist wieder jede Menge Pay-to-Win-Sachen drin. Ja, ist ja nicht so meins, ne? Aber gut, wir gehen jetzt mal auf dann I und ab geht's ins Spiel. In den Kampf. Hör auf irgendwas zu schießen, du Idiot. So. Schauen wir mal, was uns erwartet. Ein Ladebildschirm. Ui! Aha, ich falle. Du gehörst zum neuen Konglomerat. Aua. Du kämpfst für mehr als nur irgendeine Einrichtung. Wo bin ich denn jetzt? Viel Glück da unten. Ah, danke. Das ist ja nett. Okay. Wo weiß ich jetzt, wo ich hin muss? Ah, okay, A, B, C, also Capture the Flag. Ich muss jetzt gucken, dass ich irgendwie in Richtung eines Punktes komme, den ich dann erobere. Klingt nach einem Plan. Wobei ich noch nicht so ganz sicher bin, ob ich auseinanderhalten kann, wer zu mir gehört und wer nicht. Wahrscheinlich schieße ich einfach auf alles, was auf mich schießt, ne? Das ist immer am besten. Ja, okay. Haha, das ging schnell. Autospawn. Gut. Ja, nice. Ich bin drin und bin quasi auch schon wieder tot. Das ging sehr schnell. So. Schauen. Also es ist, klar, ich hab das Spiel noch nie gespielt. Es ist jetzt erstmal krass unübersichtlich. Und, okay, ich weiß, dass die mit blauem Dreieck über dem Kopf sind meine Freunde. Und jetzt muss ich halt Leute suchen, die das nicht haben. Das sind dann meine Feinde. So viel habe ich schon mal kapiert. Aber, ja, krass, erstmal krass unübersichtlich das Spiel, muss ich sagen. Muss ich erstmal reinfinden. So, dann ist auch die Frage, da ist Punkt A. So, jetzt sind die Frage, wo sind denn da sind Gegner, würde ich behaupten. Ja, yeah, das ging doch schon mal. Aua. Okay. Da, viel Geballer, krass. Oh, ich bin ein bisschen laut, ich übersteuere. Wiederbeleben, achso, ja, schade, zu spät. Sorry, danke, wäre, hätte ich gerne angenommen. Nächstes Mal mache ich das. Also die Sanität haben offensichtlich die Möglichkeit, mich wiederzubeleben, wenn ich auf dem Schlachtfeld liege. Ich muss das natürlich auch annehmen. So, dann im gut, links unten läuft eine Zeit ab, könnt ihr sehen. Und ich denke, diese Zeit gibt an, ab wann es entschieden ist. Und wir können sehen, welche Punkte wir halten und welche nicht. Punkt C haben wir. Punkt A und B im Moment nicht. So, jetzt die Frage.